Servus Leute und willkommen zum DFB-Pokal zwischen... verkackt hatte die einen Satz hier. Ja, zwischen FC Bayern München und dem ersten FC Kaiserslautern. Und wie ihr schon an der Stimme da gerade gehört habt, Stargon an meiner Seite. Ja. Ja, und der... Wenn man die Buchstaben vom FC Kaiserslautern umdreht, dann heißt KFC, wollte ich nur so sagen. Genau. Also die Hähnchenmannschaft gegen die Deutsche Telekom. Yeah. Und wir sind hier in der Allianz Arena. Ist nicht dieser Frank Buschmann immer der Kommentator von den ganzen Raab-Sachen? Zum Beispiel, macht er auch, ist ja. Auch Buschmann. Genau. Ich weiß nicht, ich habe Schlag jetzt abgekriegt. Ja. Gut. Sind wir mal gespannt hier, wie das Spiel ausgehen wird. Oh, hier, guter Alarm. Und ja, FC Bayern gewinnt natürlich. Ja, denke ich auch. Also, ich glaube sogar, dass es was relativ Einseitiges wird hier. Also so ein 3-0 oder so, schätze ich mal. Naja, vielleicht 3-1. Und Gomez und Robben nur auf der Auswechselbank und Javi Martinez auch nur. Also sehr erstaunlich, wie die Bayern hier rangehen. So ein bisschen in der B-Mannschaft. Oh, Baumjohann auch nur auf der Auswechselbank hier bei Kaiserslautern. Hängt ein sehr guter Mann. Aber naja, was will man machen? Aber hier wieder guten Stürmer aus der zweiten Bundesliga, Idrisu. Also sehr guter Mann. Aber ob es reicht, gegen Bayern da was auszurichten? Hier sehen wir nochmal den schönen blauen EA Sports Ball. Und da haben wir Anstoß. So, mal gespannt und freuen uns auf die 90 Minuten. Kaiserslautern. Die natürlich nicht 90 Minuten lang sind, aber. Ja, gut. Gefühlt. Ja. Kaiserslautern spielt in Schwarz und Bayern in Rot, so wie immer. Ja, du hast Schwarz gesagt. Ja, ich weiß. Und ja, Bayern von links nach rechts. Weißt du, das sieht man auch gar nicht. Nee, das nee, nee. Das muss ich auf jeden Fall für die ganz dummen Leute sagen. Ja, für dich zum Beispiel. Ja, ich hab's gewusst. Ja. Ja. Gut zu wissen. Ja, hier Zellner am Ball. Was macht er? Guck, oh. Wenn man das K da oben wegnimmt und vor das F stellt, heißt KFC. Ja, schön. Aber ich muss schon sagen, Kaiserslautern ist gerade mal so in den ersten 10 Minuten. Gut, die zwar noch nicht gespielt sind, aber jetzt schon relativ stark am Drücker gewesen. Und Bayern fällt gerade nicht wirklich was ein. Ah, schade. Sehr schön gedacht. Hier groß auf Müller. Was macht er? Ah, bleibt hängen, wollte auf Mandzukic spielen. Aber naja, hier Idrisu, schön gedacht, aber leider nicht angekommen. Ja, ja. Und der Rasen ist natürlich wie immer grün. Ja. Oh, jetzt Schweini. Und ganz knapp das erste Tor, nicht getroffen. Naja. Es kann halt nicht immer klingeln, wenn es klingeln sollte. Das ist ganz, ganz... Was ist los? Nee, es soll nicht immer klingeln, wenn es klingeln sollte, klingeln. Tun sollte, tun muss halt und so. Alte Sprichweise. Na, oh, sehr schön gerettet auf jeden Fall. Ja. Also das hätte jetzt wirklich das 1-0 sein können für die Bayern. Hätte ich nicht gedacht, dass der Torhüter von Kaiserslautern doch so gut reagiert hat. Aber schöne Sache auf jeden Fall, muss ich sagen. Aber merkst du was? Kaum hast du gesagt, dass Kaiserslautern ganz gut spielt. Naja, das ist immer komisch, ne? Sind sie voll am Verkacken. Okay, Bayern war richtig, richtig gut. Jetzt hoffen wir mal, dass Kaiserslautern nicht gegenhalten kann. So, hier. Siehst du? Voll ins Aus. Ich ja. Hab's gehört. Nee, sie ist gehört. Ja. Ah, komm, sehr schön gesehen hier. Bunyaku, ah, bleib da hängen, bleib da hängen. Oh, jetzt hier rück. Ist der hängen geblieben, der Ball wurde einfach weggehauen. Na, sagt man so, Mensch. Ja, du immer mit deiner komischen Ghetto-Sprache. Ghetto-Sprache, genau. Ja. Ja, ja. Das ja. Ist voll aus dem Ghetto. Ja. Dies Ghetto-Tipps, ne?
um jetzt mal ein bisschen Sarkasmus reinzubringen hier. Der Lahm ist hier wieder da. Jetzt weiß man nicht, was das gerade für eine Aktion sein sollte, aber die war halt so stark. Ja, wahrscheinlich. Umso schneller geht's rum. Ja. Einfach nur Ball am Fuß halten, nichts machen und gut ist. Okay. Oh. Auf jeden Fall ist auch das Stadion in Bayern mal gut gefüllt. Und ja, in Bayern, ich sag mal eher in München, ne? Und ja, München, Bayern, ich meine, ist ja nicht so, dass München die Hauptstadt von Bayern ist, aber sonst. Aber das interessiert ja niemanden. Oh. Die Allianz Arena schaut aus wie ein riesiges weißes Schlauchboot. Ja. Das Ich bin schon zweimal oder dreimal dran vorbeigefahren. Oh, Wahnsinn. Ja, ich war schon drinnen. Ach, jetzt gib mich an. Gerade warst du noch nicht drin, wie ich es dir erzählt habe. Wann denn? Wann hast du es mir denn erzählt? Ja, gerade eben vor der Aufnahme. Ist logisch. Logisch, da habe ich aber nie mit... sehr schöne Tat hier, sehr schön gerettet. Ja. Also das hat mir gefallen, das hat mir hier... Das könnte auch mal in echt so passieren. Oh, jetzt. Gute Chance, gute... Oh, verlangsamt er wieder. Oh, hätte er mal durchgezogen? Komm. Ja, ich bin weitergerannt. Ich auch, also. Drauf. Aber nee, man muss eben umkehren. Ja, ja, man muss ja nochmal kurz schwirten hier und... Naja. Und mal eine Pinkelpause machen zwischendurch. Schuhe zubinden, ne? Ja. Entweihung. Ja, er weiß nicht, was er vorhat, aber... Oh, Gott, ach Gott, ach Gott. Oh, voll verschossen. Ja, ganz schwache Aktion hier. Lame. Ich bin ja mal dafür, eine Nukat-Müller-Milch zu trinken. Ja, Müll. Ja. Naja, Nukat. Wie du sagst, durch das Nukat. Nukat. Durch das ganze Geräte hier bekommt doch der kleine Mund etwas Durst. Wieso der kleine? Nur weil ich einen kleinen Mund habe. Ich habe keinen großen Mund. Okay. Ist mir voll egal, was du für einen Mund hast. Okay. Was ist eigentlich immer dieser gelbe Punkt auf dem grünen Rasen? Das ist, wenn zum Beispiel eine Flanke kommt oder einfach nur der Ball weit rausgeschlagen wird, das ist dann ungefähr der Zielpunkt, wo der Ball aufkommt. Ah. Dass man das genau sieht. Das ist aber in echt nicht so, oder? Nee, da rennt keiner rum mit unterm Rasen mit so einem gelben Kreuz da. Okay. Leider nicht. Wäre bestimmt witzig. Wahrscheinlich. Oh, Mandzukic. Ja, verlangsamt wieder. Heinz, den kann ich auch sprechen. Und Heinz. Heinz? Ist doch ein schöner Name hier. Heinz, ja. Ne? Und Tore John kann ich auch aussprechen. Und Zellner. Oh, jetzt wird's schon wieder schwierig für dich. Wieso? Ja, hier. Bunjaku. Oh. Bunjaku. Ich hab's gesagt, weil du es mir vorgesagt hast. Ja, und jetzt? Gott. Tones. Ja, genau. Erstmal Halbzeit. Yeah. Endlich. Nichts groß passiert hier, relativ das, lang. Das wundert mich. Weil ich, oh. Jetzt habe ich leider aus dem Spiel rausgeklickt, deswegen war gerade der Ton weg. Naja. Oh, bist du böse. Ja. Mich wundert es, dass immer noch 0-0 Spiel steht. Highlights waren auch keine großen, also einfach Spiel fortsetzen. Ich habe erwartet, dass Bayern München jetzt schon ein Tor hat, aber... Habe ich auch schon gedacht. Also ich hätte jetzt so gedacht, so um 2-0 gehen die Bayern in die Halbzeit, aber... Ja, mit einem 1-0, aber... Vielleicht haben wir ja Glück und können noch eine Verlängerung oder sogar eine Elfmeterschießen gucken. Das wäre natürlich jetzt mal ein richtiges Highlight. Was ja auch... Wieso ist eigentlich bei manchen Spielen gibt es Elfmeterschießen, bei manchen nicht? Finde ich komisch. Weil es geht zum Beispiel nur bei K.O.-Spielen, dass man halt mit Verlängerungen spielt. Ja, ich weiß. So. Und wenn es um Tabellenpunkte geht, dann halt dann nicht. Nee, eben. Weil dann wird der erst Punkte, dann wird die Tordifferenz und wenn die auch noch identisch ist, wird dann gezählt, wer die meisten Tore geschossen hat. Und die haben dann... Okay. 1-0, Bayern. Yeah. Toni Kroos. Kroos. Yeah. Toni Kroos.
Aber wie du weißt, wie er mit Vornamen heißt. Ja, aber selbstverständlich. Ist ein deutscher Nationalspieler, mein Freund. Die muss man kennen. Ich weiß, dass er groß heißt, zum Beispiel. Ja. Ich habe immer gedacht, der heißt Tobi oder so. Nee, Thorsten, ne? Tobias. Ja, hier Namenverwirrungsaktion hier überall. Naja. Ja, wahrscheinlich auch F. Ribery wird es bestimmt auch sagen, der heißt Friedrich. Wieso hat er eigentlich einen, Ribery ist ja eigentlich nicht deutsch. Also wieso hat er eigentlich einen französischen Namen und heißt dann Friedrich? Weil es ein Frank ist. Ach so. Und Frank ausgesprochen wird, glaube ich. Frank. Richtig. Oh, Weitstoß, aber ja, gut. Nix. Oh, jetzt Robben kommt rein. Gegen T. Müller. Ja, Thomas Müller. Wusste ich. Ja. Und wie heißt Robben mit Vornamen? Arjen. Ach, verdammt. Hast du jetzt gedacht, kannst du mich jetzt mal fangen damit? Nö, ich habe mir einen anderen Namen gedacht. Also. Dann hat sich kurz verwundert. Aber gut. Wieso, was hast du gedacht, Alexander? Nö. André? An was denn? Adolf. Was? Arnold? Adolf. Ach, Adolf. Okay, das ist dann natürlich ein bisschen heftig, ja. Ja, mir ist kein anderer Name mit A ein. Ah, okay. So schlimm, ey. So schlimm. Ja, du bist doch schon etwas schlimm. Dankeschön. Aber naja. Ja. Ich muss sagen, die Müllermilch, die läuft gut rein hier bei dem Spiel. Ja. Scheiß Schleichwerbung, ich weiß, aber was willst du machen? Müllermilch schmeckt doch geil, also kann man dafür Werbung machen. Na gut, aber wir kriegen kein Geld dafür. Na und? Naja, so hier, Mandzukic geht raus für Mario Gomez, ne? Mann, ach egal, Mandzukic. Ja, Mandzukic. Okay, man tut's halt. Ja. Ja, hier, Philipp Lahm hat abgefangen. War das nicht irgendwie ein Foul? Das ist also komisch, also, als ob die hätten sich ineinander verhakt. Nö, das ist halt einfach nur teilweise so ein bisschen grafikmäßig veranlagt. Machen die eigentlich in so einer Simulation auch Fouls? Ja. Ah. Denke ich mal zumindest. Nö, die nicht. Die nicht. Alle anderen schon, aber die nicht. Ja. Wir hätten jetzt wahrscheinlich jedes andere Spiel angucken können, da werden überall Fouls passiert, nur in diesen Partien nicht. Nicht. Nicht? Oh ja, was? Allgäuer Kieferlatsch. Was? Ja, die haben Werbung für den Allgäuer Kieferlatschen. Zellner geht raus für David. Das heißt David. David? Naja, David. Ja. Oder? David ist Angestellter bei KFC. Kassierer. Der ist Hähnchenfarmer. Nee, der arbeitet in der Küche. Der haut Hähnchen. Posten. Es hätte aber fast das 2-0 sein können hier. Ja, hätte fast können sein. Nein. Was macht Robben? Na, oh, schiebt ihn vorbei. Schiebt ihn, er schießt ihn. Nee, er hat ihn geschoben. Da hat er nicht wirklich geschossen, da hat er mehr geschoben hier. Ach ja, ja. Ja. Also bis jetzt sieht's noch so aus, als könnten Lautern noch mal kurz einen Angriff wagen und dann vielleicht noch mal den Ausgleich schießen, aber wenn Bayern so weiter drückt, dann eher weniger. Ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen für Lautern, dass wir noch mal eine Verlängerung sehen. Ich bin natürlich für Bayern. Was war das denn für eine Aktion? Was? Ja, ich habe gedacht, weil alle wegrennen, Freistoß und dann auf einmal kommt doch der Bayern-Spieler nochmal an und nimmt sich den Ball einfach weg. Bug. Spielbug. Wir haben gefunden, jetzt kriegen wir Geld dafür. Oh. Was machen sie jetzt? Ah, der schießt ihn drüber, Mann. Kann ich natürlich jetzt eine witzige Geschichte erzählen? Na, dann erzähl mal. Okay, da hat ein Typ in den USA eine Wohnwagenfirma verklagt. Weil er ist nämlich auf der Autobahn mit seinem Wohnwagen gefahren, hat dann den Autopiloten gedrückt, also da stand wirklich Autopilot drauf,
hat halt gedacht, das ist ein Autopilot wie beim Flieger, dass der von alleine fährt. Aber es ist nur so ein Tempomat, dass du halt immer die gleiche Geschwindigkeit fährst. Kann man erstmal sagen, dass es 2-0 steht für Bayern? Ach, egal. Weil ich habe jetzt gedacht, du gehst jetzt vielleicht während deiner Geschichte mal auf das 2-0 ein, aber... Nein, ich muss jetzt mal erzählen, also halt. Auf jeden Fall, der blockt halt den Autopiloten, dann geht er runter in den Wohnwagen, sich einen Kaffee machen und fährt einfach an die Leitplanke den Hügel runter. Sehr logisch, weil er kein richtiger Autopilot, sondern nur ein Tempomat, aber es stand halt Autopilot drauf. Ja. Und deswegen hat er die Wohnwagenfirma verklagt, weil nämlich nicht Tempomat, sondern Autopilot drauf stand. Ja, das ist ja genau so was. Noch mehrere Millionen bekommen. Das ist genau so was wie in Amerika jetzt schon, glaube 5 oder 6 Leute knapp an Monster Energy Drink gestorben sind, ne? Was? Ja. Dann soll ich mal aufhören, das Zeug zu trinken. Nee, das ist irgendwie in Amerika, ist glaube ich die Dosierung des Taurins oder halt des Koffeins. Anders. Höher als eigentlich zugelassen. Ach so. Und damit dreht man irgendwie zu sehr auf und damit ist dann irgendwie Schlafmangel und sowas. Und so stirbt man dann. Also sind dann halt jetzt schon ein paar gestorben, weil die das halt in Massen getrunken haben. Mhm. Und ja, da wird jetzt auch Monster verklagt, ne? Ja. Meine Geschichte war witziger. Na gut. Aber ich muss mal so sagen, in Amerika wird ja wirklich jeder für alles verklagt irgendwie. Ja, das ist echt so. Was war's? Da tun irgendwie Menschen McDonald's verklagen, weil sie dick werden, weil sie bei McDonald's regelmäßig essen. Ja, oder da hat eine Frau McDonald's verklagt, weil sie sich einen Kaffee bestellt hat. Und der Kaffee ist dann umgekippt und ihr raufgelaufen auf die Beine und ihr habt Verbrühungen bekommen und hat dann McDonald's verklagt, weil nicht auf dem Kaffeebecher drauf stand, Vorsicht heiß. Super! Ja. Ne? Na gut, man muss wahrscheinlich nur wissen, wie und wo und man findet immer ja, auch eine Lücke. Ich habe mehrere Millionen bekommen. Na gut. Also, vor allem. Man weiß doch, dass Kaffee heiß ist, ich meine, hallo! Ja gut, weiß man schon, aber wenn es den... Der, ich halt nicht drauf, ich meine... Ja gut, siehst du, und das ist ja genauso was wie in frisch gewischten Böden. Da steht ja auch eigentlich normalerweise das Schild hier, ja, Vorsicht, feucht ja, oder glatt. Ja, meistens, da kannst du ja ohne Schild gar nicht wissen, dass es frisch gewischt ist. Ja doch, sieht man doch. Ich sehe es nicht. Ja, ist ja egal, also das Spiel endet 2-0. Zwei Tore für Toni Kroos. Wir gucken uns jetzt nochmal die Highlights an und ich erzähle ganz fix meine Geschichte zu Ende. Ja, ja und da ist auch jemand ausgerutscht auf so einem feuchten Boden. Da stand halt kein Schild. Hat sich nicht immer irgendwas getan. Er ist halt nur hingefallen und hat dann halt irgendwie erzählt, ja, hier Schleudertrauma und hast du nicht gesehen. Und hat dann auch die Firma, die da halt gewischt hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, war ein Krankenhaus oder so, hat dann auch das Krankenhaus verklagt. Und ist halt auch durchgekommen. Nur weil da halt das Schild frisch gewischt nicht stand, ey. Ja. Ganz, ganz krass, ey. Ja, also aber die Amis sind echt verrückt und ja. Was soll man dazu sagen? Ja, hier Endergebnis 2-0. Wir gucken uns nochmal die Highlights an. Da haben wir jetzt, glaube ich, gleich das erste Tor. Genau, hier. Eigentlich ein haltbarer Ball. Warum der doch reinging, weiß keiner. Das ist schlecht. Und hier das 2-0. Einfach schön ja. Reingeschoben. Ja, das war's, Leute. Wir bedanken uns fürs Zugucken und gucken uns jetzt hier nochmal die Statistik an. Ja, Spieler des Tages ist Toni Kroos mit den 2 Toren. Was erwartet man? Und haut rein, ne? Tschüss.